Krafttier-Oktopus. Den Oktopus habe ich kontaktiert und der war oder ist so drauf, der meinte so, was willst denn du, was willst du jetzt von mir, was willst du bei mir? Ich habe dann gesagt, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, bei einem YouTube-Video mitzuwirken, dass du zu den Menschen sprechen kannst und so. Und dann meinte er so, nicht so gern, weil ich komme zu den Menschen eher so hintenrum, so eher unerkannt und ich möchte nicht direkt mit denen was zu tun haben. Also sowas hat er mir gesagt. Dann habe ich ihn jetzt gefragt, okay, nicht direkt was erzählen, auch im YouTube-Video. Kann ich dann was über dich erzählen, wie ich dich wahrnehme? So, und dann meinte er, ja, okay. So, und das ist jetzt so mal ein Video, wo ich erzähle, wie ich dieses Krafttier wahrnehme, so von außen, wo ich das nicht frage, wer bist du, was kannst du für uns tun oder was ist deine Eigenschaft, was ist deine Ritualkraft, deine Magie und sowas, sondern ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich Krafttier-Oktopus wahrnehme. Krafttier-Oktopus ist ein sehr weiches, aber gleichzeitig sehr kräftiges Krafttier. Krafttier-Oktopus kommt mir so vor, als könnte der sich überall sehr, sehr gut einklinken. Der kann viel mitbekommen. Der kann viele Dinge gleichzeitig machen. Der ist auf vielen Ebenen, kann er gleichzeitig sein. Weiß aber ganz genau, wo er ist und was er macht. Das ist nicht so, dass er sich verzettelt, sondern der kann, also so Multitasking-mäßig ist der voll gut. Und entsprechend kann der einem Menschen auch bestimmt dabei helfen, gerade wenn man schamanisch auch arbeitet. Auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig ist oder viele Dinge gleichzeitig macht, das zu koordinieren. Da mischt er sich jetzt ein, sagt ja, genau. Gut wahrgenommen. Okay, ich nehme Kraft hier, Oktopus. Moment, jetzt mischt er sich doch ein. Ja, ich soll doch noch was sagen, was er sagt. Worum geht's? Ja, klar, okay, die Wasserwelt ist seins, so. Wasserwelt ist aber hier, also Wasser würde man normalerweise, das ist meine Erklärung, mit Emotionen gleichsetzen, so die emotionale Ebene, Wasser, Emotion. Aber er sagt, nee, die Wasserwelt, um die es bei ihm geht, das ist eher nicht die emotionale Welt, sondern das ist, würde man eher sagen, die Schwingungswelt. Das heißt, verschiedene Schwingungen wahrnehmen und sich einschwingen können, sich so eingrooven, ne? Wenn irgendwo eine Schwingung ist zum Chillen, dass man da nicht dahin geht und aktiv ist, sondern chillt man da halt mit. Wenn man da nicht sein möchte, geht man halt woanders hin, wo man aktiv sein kann. Aber auch so fernwahrnehmungsmäßig, das ist auch so die Ebene, wo der auch gut ist. Also wirklich so Dinge wahrnehmen, die nicht da sind, wirklich auch so raumzeitlich, also raumzeitmäßig Dinge wahrnehmen, die weit entfernt sind oder eben über die Ebenen hinaus und also alle, also nicht nur so wahrnehmen, sondern auch so senkrecht wahrnehmen durch die Ebenen. Das ist so seins und das ist so seine, das ist seine Wasserwelt, weil das alles irgendwie, also der sieht das alles wie ein großer, ja, wie ein Meer sozusagen, wo alles mit allem gleichzeitig in Interaktionen verbunden ist. Deswegen kann ein Wassertropfen sozusagen symbolisch gesagt, der hier ist, wissen, was der macht, der da ist, weil da viele Wassertropfen zwischendrin sind. Also es ist einfach ein Mischmasch. So. Und in dieser Schwingungswelt, da ist der zu Hause und da kann er auch Menschen führen und ausbilden und genau, auch da mitnehmen und lehren. Also der ist auch ein. Da sagt er, nimmt doch gern Menschen mit in seine Welt und lehrt die. So, genau. Okay, ja, spannend. Das ist so Krafttier Oktopus. Ich erinnere mich dran, ich habe vor vielen Jahren einmal mit Krafttier Oktopus was gemacht. Aber ich wusste nicht, dass das seine Eigenschaften sind. Dort ging es um was ganz anderes. Spannend. Ich hoffe, es war auch spannend für dich. Würde mich freuen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video.